Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Mein Name ist Timo und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du mit der neuesten DVD-Farbversion eine Blu-ray auf deinen Rechner rippen kannst. In den letzten Videos war das noch eine Version, die ein bisschen anders aussah. Die Version wurde jetzt allerdings komplett neu aktualisiert. Das heißt, das Design hat sich geändert. Die vergangenen Videos funktionieren jedoch immer noch, da die Installation gleich geblieben ist und die Einstellungen auch. Lediglich hier, dieses Design hat sich geändert. Das ist momentan Version 9.1.1.9. Und um euch das zu zeigen, werde ich jetzt zuerst mal eine Blu-ray in ein Blu-ray-Laufwerk einlegen. In meinem Fall handelt es sich um die Blu-ray Inception. Deswegen werde ich das jetzt hier kurz einlegen. Die Blu-ray wird jetzt von meinem Laufwerk hier eingelesen. Ich verwende übrigens hier unter Mac ein externes Blu-ray-Laufwerk, das funktioniert ohne Probleme. So, hier kommt jetzt auch schon die Meldung, dass die Blu-ray geöffnet wird mit dem Namen Inception. Das dauert jetzt ein bisschen je nach Laufwerk. So, sie wurde nun eingelesen. Hier haben wir verschiedene Optionen, die wir auswählen können. Zum einen Copy, da können wir das zum Beispiel direkt auf eine Blu-ray kopieren. Das heißt, eine 1 zu 1 Kopie festlegen. Man kann hier auswählen, was für eine Blu-ray, also eine mit 50 GB, 25, 9, 5, jeweils mit der Qualität hier. Dann gibt es hier noch erweiterte Einstellungen. Hier zum Beispiel wird der Hauptfilm kopiert. Ich könnte jetzt auch noch komplett was kopieren. Aber in diesem Video soll es nur um das Rippen gehen, deswegen klicken wir hier auf Ripper. Jetzt werden hier nochmal die Titelinformationen analysiert. Also der Hauptfilm wird erkannt. So, und hier wurde er automatisch auch schon ausgewählt. Man könnte jetzt noch andere hinzufügen, aber das ist wirklich der Hauptfilm. Hier seht ihr es auch schon, 2 Stunden 28 Minuten, besteht aus 16 Kapiteln. Und jetzt wählen wir hier zuerst einmal den Namen. Ich nenne ihn jetzt einfach Inception. Die Laufzeit, Kapitel kann man hier auch noch auswählen. Wenn man hier auf Audio klickt, kann man auswählen, welche Audiospuren mitgerippt werden sollen. Ich zum Beispiel nehme immer standardmäßig Deutsch und Englisch. Und je nachdem, wenn man hier vor diesen Haken klickt, sieht man hier noch diesen Pfeil. Der bedeutet, dass das die Haupttonspur ist. Das heißt, wenn der Film abspielt, wird automatisch jeweils die markierte Spur abgespielt. Also in dem Fall wird sie sofort in Englisch abgespielt oder standardmäßig in Deutsch. Hier könnt ihr dann noch Untertitel dazu wählen. Dazu wähle ich auch immer den deutschen und den englischen Untertitel. Hier könnt ihr auch eine Preview kurz starten, um zu schauen, ob es auch wirklich der richtige Film bzw. hier der richtige Teil von der Blu-ray ist. So, und nun können wir hier noch erweiterte Optionen einstellen. Und zwar können wir hier, wenn wir hier draufklicken, zuerst mal das Format wählen. Dazu kann ich euch empfehlen, wenn ihr die möglichst beste Qualität wollt von der Blu-ray. Dann wählt immer irgendetwas, wo hinten Pass-Through steht. Das heißt hier entweder M2TS, das ist im Grunde direkt eine 1 zu 1 Kopie, weil Blu-ray-Material im Format M2TS vorliegt. Ihr könnt aber auch MKV Pass-Through wählen, das wähle ich zum Beispiel immer. MKV ist eben einfach ja, eine Dateiart, ein Container, ein Videocontainer, der besonders beliebt bei Blu-rays ist, der auch eine 1 zu 1 Kopie vom Film anlegt. Ihr könnt natürlich hier auch noch MP4 nehmen. Oder ihr könnt ganz normal etwas auswählen, wenn ich hier zum Beispiel ganz normal AVI auswähle. Seht ihr hier, die voraussichtliche Dateigröße wird 6,7 GB betragen. Wenn ihr hier auf erweiterte Einstellungen draufklickt, kann man hier alles Mögliche noch einstellen. Wie etwa die Bitrate könnt ihr hier einstellen. Ihr könnt Audio einstellen, was für eine Bitrate das Audio hat. Ihr könnt die Standardlautstärke erhöhen. Ihr könnt den Codec ändern, ihr könnt sogar auch die Auflösung ändern. Und wenn ihr eben eine 1 zu 1 Kopie nehmt, also in diesem Fall MKV 1 zu 1 Kopie, seht man hier auch schon, der Videocodec wird einfach nur kopiert, der Audiocodec wird einfach nur kopiert. Das heißt, hier wird nichts neu gerendert, es wird direkt von der Blu-ray auf eure Festplatte kopiert. Wenn man hier draufklickt, gibt es auch keine Einstellungsmöglichkeiten, weil es eben einfach eine 1 zu 1 Kopie ist. Wenn ihr soweit alles eingestellt habt, könnt ihr hier unten euer Ziel auswählen. Das heißt, klickt ihr einfach drauf, wählt euren Speicherort. Ich wähle jetzt hier einfach mal den Desktop, klickt auf Open
Wenn ihr auch in die Task-Warteschlange draufklickt, seht ihr hier, was momentan alles in der Warteschlange ist, was demnächst gerippt wird. Und wenn ihr soweit zufrieden seid, dann klickt ihr hier unten rechts auf Start und der Kopiervorgang wird gestartet. Seitlich seht ihr immer, was momentan gemacht wird. Hier seht ihr natürlich den Fortschritt von eurer Kopie. Ihr seht hier die Geschwindigkeit. Das sind bei mir immer um die 9 Megabyte pro Sekunde. Das erhöht sich jetzt gleich noch, weil ich eben einfach nur USB 2.0 habe als Laufwerk. Wenn ihr jetzt ein internes Laufwerk unter Windows habt, dann wird das deutlich schneller sein. Dann kann es auch gut sein, dass ihr 25 MB pro Sekunde habt. Wobei es eben auch immer auf die Lesegeschwindigkeit von eurem Blu-ray-Laufwerk ankommt. Hier seht ihr natürlich logischerweise noch die Laufzeit, wie lang wird momentan schon kopiert, wie lang wird voraussichtlich noch weiter kopiert. Das pendelt sich hier dann gleich ein, sobald die richtige Geschwindigkeit erkannt wurde. Bin momentan bei 1%. Dann könnt ihr das Ganze hier auch noch pausieren, ihr könnt abbrechen und wenn ihr wollt, könnt ihr hier noch eine Aktion festlegen, die ausgeführt werden soll, sobald hier das Rippen erfolgreich abgeschlossen wurde. Ihr könnt direkt danach den Computer herunterfahren lassen, das Programm beenden lassen oder standardmäßig einfach nichts unternehmen. Ich werde das jetzt einfach hier mal abbrechen, da ich die Blu-ray bereits vor geraumer Zeit gerippt habe. Wie das Ganze aussieht, kann ich euch jetzt mal zeigen. So, ich schließe dazu das Programm einfach wieder. Hier findet ihr nun im Desktop einen Ordner, mit der heißt Video. Dann findet ihr hier den Namen von der Blu-ray und hier auch nochmal. Weil ich eben abgebrochen habe, ist er momentan nur 560 MB groß, der Film. Wenn er allerdings fertig ist, kann ich euch das mal kurz zeigen, weil ich alle meine Blu-rays immer noch zusätzlich auf die Festplatte rippe, damit ich eben nicht immer Blu-rays einlegen muss. Und zwar, hier seht ihr Inception, habe ich damals gerippt, ist dann 31,49 GB groß in diesem Fall. Das variiert immer, wenn es eine Blu-ray-Disc 25 ist, dann wird der Film vielleicht so um die 18 GB groß sein. Wenn ihr MKV Pass-Through wählt, wenn ihr natürlich eine andere Einstellung wählt und nicht 1 zu 1 den Film kopiert, werden die Dateien natürlich entsprechend abhängig von der Bitrate kleiner. Ich kann jetzt einfach mal abspielen. Wie ihr seht, spielt hier alles ab. Bis zum Ende. Ich habe hier auch meine beiden Audiotonspuren, die ich am Anfang gewählt habe. Englisch und Deutsch. Ich könnte natürlich noch Untertitel einblenden und so weiter. Und ja, das war soweit eigentlich auch schon das Video. Ich hoffe, dass ihr alles soweit gut verstehen konntet. Falls ihr noch Fragen haben solltet, würde es mich sehr freuen, wenn ihr die einfach in den Kommentaren stellt. Ich werde mich bemühen, alles zu beantworten. Und es würde mich auch freuen, wenn ihr mal sagen würdet, was ihr so von meinen Videos haltet, was ich vielleicht noch besser machen könnte. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.